Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Star Wars Battlefront 2 Villambas Custom Maps. Tropicanae ist die nächste Map und das ist eine Map, die wird euch erstmal die Augen öffnen, ja? Da werdet ihr erstmal die Sonnenbrille aufsetzen wollen, weil das wird geil. Und das wird so geil, dass wir erstmal die neueren Sachen nehmen, also heißt Ruinen und Klonkrieger, weil Galaktik passt da nicht so rein, meiner Meinung nach. Ihr könnt gespannt sein. Gott sei Dank kein Ladebildschirm, weil dann hätte ich jetzt schon voll den geblendeten Effekt. Glaubt mir. Let's go, wir nehmen mal die Republik und starten direkt. Eieiei, ne, 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 ne. Und darum geht's. Es ist tropisch, wir fahren auf Wasser, das ist ein cooler Wassereffekt. Und haben hier halt jeweils Inseln. Das erinnert mich einfach ganz stark an, Star Wars, wollte ich schon sagen. Battlefield 1942. An die Insel Wake. Wake Island. Bin ich komplett irre. Hier hat man auch verschiedene Inseln gehabt und das ist ja voll geil gemacht, diese Idee dahinter. Ich meine, die Map, ihr seht hier. Bildrate, oder wie heißt Tiering, oder? Keine Ahnung. Bildrate bricht halt zusammen. Da aus dem Weg gehen, bin ich ganz ehrlich. So. Boah. Jetzt müsste es wieder flüssig laufen, da war ein kurzer Stopper. Ja, ich find's geil. Was schießt denn da? Du bist das, ne? Nix. Oh oh. Du siehst mich gar nicht, ne? Wo bist du da? Den hat's erwischt. Obi-Wan! Obi-Wan! Obi-Wan, was ist denn hier los? Obi-Wan Kenobi. Kacke, ich hasse diese Schütze. Drei Druidikas, ist das euer Ernst? Soll ich das denn schaffen? Scheiße, weg, ey. Das so machen. Das hat mich wieder einiges an Leben gekostet. Aber die Insel gehört uns, so gut wie. Obi-Wan, fährt einfach mal eine Runde hier. Ich krieg ja irgendwie jetzt gerade Bock, aber richtig Bock, auf Star Wars The Force Unleashed, ne? Das ist voll schlimm gerade, weil hier alles nach Kashyyyk aussieht und die das Bild ruckelt extremstens, Leute, oder? Vor allem, wenn man in die Ferne guckt, dann sieht man ja alles, das ist ja übertriebene Weitsicht. Da krieg ich aber gerade richtig Bock. Alter, jetzt greifen die das alles an. Da ist ja noch einer. So nicht. Bringt nichts. Alter, ich kann ja kaum spielen, weil das so extrem einbricht fast. Komm, die am Arsch erledigen lassen. Mann. Ja, machen wir. Na, ich kann mit dem nichts. Ich kann mit dem nichts, das ist das Problem.
Mann, ich treffe auch nicht den, ne? Oh. Wieder da drin geschützt ist. Naja, starten wir mal auf Seiten derer. Hier sind gar keine Raumschiffe. Ich müsste eigentlich auf den Strand. Da ist mehr. Jango Fett. Ey, voll fett, Alter. Treffen, ne? Das ist richtig krass. Wo willst du denn hin? Treff den, komm, jetzt aber. Wie ich sie nicht treffe, das gibt's noch nicht. Och, alter Falter, ey. Ist doch scheiße. Den treffe ich auch nicht. Und Jango macht gleich auch den, gibt auch gleich einen Löffel hier ab. Was? Ich versuche ja schon. Der ist doch ein Klon, Alter. Der braucht gar nicht zu atmen. So, Luft geschnappt. Mach den doch platt! Jawohl. Killer. Nein. Oh, schon wieder so ein Ding, ey. Was kannst du, Jango? Gar nichts. Deswegen bist du auch da geköpft worden. Im zweiten Teil. Ja. Ah, hier ist ein Kommandoposten. So. Jango wird das nicht überleben. Ja, wie ein Turmgeschütz. Ja, wie ein vor allem. Ja, ich würde sagen, du packst ihn nicht, ne, Junge? Viel Spaß. Was? Jetzt aber. Was? Das geht gar nichts ab. Warum? Drecksack. Meine Arbeit hier ist getan. Ich erwarte meine Bezahlung auf die Übrigen. Ich hasse Jango Fett. Ich hasse Boba Fett. Ich hasse alle Fett. Was ist das für ein Dach? Schwarzes Dach. Der Stern wirft einen coolen Schatten. Oder? Voll geil. Nee, nee, wir werden das verlieren. Und ich finde die Map jetzt zwar ganz cool von der Idee her, aber es ist extrem ruckelig. Die Bildrate stürzt ein. Tearing, alles gibt's hier. Das ist ein bisschen krass. Von Antalyzing gar nicht zu sprechen. Also, aber auch nur hier zu gucken. Wahnsinn. Ja, Leute, wollt ihr Karibik-Feeling? Lade ich das Map runter. Ansonsten ist es jetzt nichts Besonderes. Ist zwar cool so, einen entfernteren Kampf zu haben, aber naja. Muss man das haben? Ich glaube nicht. Schön drüber gejumpt. Jetzt
trifft mich gar nicht. Jetzt trifft er mich doch. Also dann, Leute, bis zum nächsten Part und ciao.